2015 lief die Pacht aus auf diesem Betrieb und 2011 hatte ich vorher das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft mitgegründet und ich habe gemerkt, dass die Beratung immer mehr Bedarf hat, weil immer mehr Menschen sich damit beschäftigen und habe mich dann entschieden, dass ich die Landwirtschaft etwas ruhen lasse und stattdessen ins Beraterlager wechsle und bin jetzt seit 2014 im Grunde Vollerwerbsberater für solidarische Landwirtschaft und habe mich da auch nochmal relativ viel und oft und bis jetzt auch fortgebildet, um in den ganzen Dingen, die jetzt aktuell sind, um eine Solawi zu betreiben, notwendig sind, auch gut was sagen zu können. Ja, so viel zu mir. Ich teile mal meinen Bildschirm und dann starte ich eigentlich gleich. Vielleicht schalten alle anderen ihre Kameras aus und Klaus, wenn du ein bisschen lauter sprechen könntest, weil ich finde, es ist nicht immer, also so ein bisschen schwanken die Lautstärke. Okay, also lauter sprechen. Ich habe jetzt schon Headset dran, also Ja, das ja. schwankt vom Ton her, ist mal lauter, mal leiser, ich weiß nicht. Okay. Also für mich ist es ganz gut. Okay. Ganz gut verstehen. Ist das für andere noch ein Problem? Dann mal kurz die Hand heben. Haben wir hier Tonprobleme? Das scheint nicht der Fall zu sein. Okay, dann. Doch, im Chat ist Ton schlecht. Ton schlecht. Und nochmal ein anderer, auch die Akustik ist schlecht, ja. Klaus, dein Headset ist nicht mega. Oder ohne Headset? Willst du es ohne Headset probieren? Ja, ich habe Moment, das kann ich testen. Dann hole ich Es mir kommen die. jetzt mehrere Meldungen, drei Chatbeiträge, dass der Ton schlecht ist. Wie ist es Okay. jetzt? Naja, wenn du so laut sprichst, Ist das besser, besser? klar. Aber jetzt bist du auch eingefroren. Sag noch mal was, Klaus. Ist es jetzt besser? Jetzt im Moment ja. Okay. Ja, jetzt habe ich das freie Mikro. Würde auch gehen für mich. Ansonsten ist es ja wirklich immer gut, wenn die Teilnehmenden ihren Bildschirm ausschalten, damit mehr Bandbreite frei ist für Vortrag. Okay. Kann ich jetzt beginnen? Ja, bitte. Okay, gut, prima. Und der Bildschirm ist geteilt, oder? Ihr seht jetzt die Folie. Ja, wir sehen deine Folie. Okay, gut. Gut, so. Fangen wir erstmal an damit, was ist eine Solawi? Die meisten von euch werden es wissen, aber ich mag es ganz am Anfang des Abends nochmal sagen. Es geht im Grunde darum, dass ein Boden landwirtschaftlich genutzt wird. Und das ist dabei wirklich egal, ob es konventionell ist, ob es biologisch ist, ob es Demeter ist. Es ist völlig egal, ob es vegan ist, ob es vegetarisch ist, ob es tierisch ist. Man könnte auch ein Loch reinbuddeln und Hechte drin züchten oder Walnüsse anbauen. All diese Varianten haben eins gemeinsam: Es entstehen Kosten zur Bewirtschaftung. Und es entstehen Lebensmittel. Und ganz einfach gesagt, werden einfach die Kosten für das Stück Land geteilt durch die Anzahl der Menschen, für die die Lebensmittel reichen. Das ist der sogenannte Ernteanteilsbeitrag. Und wenn genügend Menschen da sind, die ihren Ernteanteilsbeitrag dem Betrieb geben, ist der Betrieb voll finanziert. Und das ist eben etwas ganz anderes als die klassische Landwirtschaft, in der das Risiko der Produktion bis zum Verkauf beim Erzeuger oder bei der Erzeugerin ist und dann erst an den Handel getreten wird. Das kleine Beispiel da unten zeigt es nochmal in Zahlen. Das sind einfach nur Beispielzahlen. Wenn man sich vorstellt, wir nehmen einen Hektar Land und sagen, das reicht für 60 Menschen. Und die Bewirtschaftung kostet 60.000 Euro, dann ist es leicht. Das sind 1.000 Euro pro Jahr oder 83 Euro im Monat.
Und wenn diese 60 Menschen da sind und 83 Euro im Monat zahlen, ist der Betrieb voll finanziert und kann jedem Risiko, was da kommt, entgegentreten. Und dann gibt es keinen Verkauf mehr nach Erntemenge. Ich habe es eben schon gesagt, 2011 hat sich das Netzwerk gegründet in Deutschland. Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Von unten gegründet, von Bäuerinnen und Bauern. Und es haben sich im Laufe der Jahre Statuten herausgearbeitet, die noch mal etwas feiner zeigen, was Solawi eigentlich ist. Und das erste und das deutlichste Merkmal einer solidarischen Landwirtschaft ist die Teilung von Risiko und Verantwortung. Wolfgang Strenz vom Buschberghof hat den wunderschönen Satz geprägt: Bei Solawi verliert das Lebensmittel seinen Preis und es bekommt seinen Wert zurück. Es geht darum, dass die Bäuerin und der Bauer genügend Geld bekommen, damit sie arbeiten können, dass der Invest gestemmt wird, dass die Betriebsmittel gekauft werden können. Und dann wird die Ernte verteilt, die dadurch entsteht. Es ist nicht mehr dieser Preisdruck, der sagt, oh, die Bäuerin kriegt aus dem Deckungsbeitrag berechnet den und den Betrag und sie kriegt ihn auch nur vielleicht, weil wenn es jemand anders billiger produziert, kaufen wir halt nicht. Das zweite ist die solidarische Gestaltung des Wirtschaftsprozesses. Dahinter versteckt sich eine interessante Geschichte, die anscheinend recht deutsch erfunden ist und die weltweit für Aufsehen sorgt. Das Ding heißt Bieterrunde. Wenn ihr an mein Beispiel von eben denkt, dass 60 Menschen 60.000 Euro zahlen müssen, dann wäre der Richtwert 83. Aber eigentlich kann es egal sein, ob jemand 90 zahlt oder 70. Entscheidend ist, dass die 60.000 da sind. Bieterrunde heißt, dass diese 60 Menschen in einem Raum sitzen und jeder auf einen Zettel schreibt, wie viel er bieten möchte. 83 oder mehr oder weniger. Und dann wird ausgezählt. Und wenn die 60.000 erreicht sind, dann kann das Projekt starten und jeder kann den Beitrag zahlen, den er leisten kann. Dadurch können wirtschaftlich schwächere Menschen teilnehmen, wenn denn andere bereit sind, auszugleichen. Bieterrunde ist kein Muss, das muss man nicht als Solawi machen. Ich denke, dass es in der Praxis vielleicht zwei Drittel machen und es ist unglaublich gemeinschaftsschmiedend, weil bei diesen Bieterrundenterminen einfach dieses Wir-Gefühl entsteht, was eine Solawi häufig ausprägt. Das Dritte, die Einigung in den Anbaumethoden ist vor allen Dingen für die Betriebe interessant, die nicht in einem biologischen Anbauverband tätig sind. Wir haben immer mehr davon. Die sagen, wir probieren es einfach mal aus und wenn wir 100% Solawi sind, dann brauchen wir ja auch gar keine Zertifizierung. Wir zertifizieren uns selbst. Wir sind unsere eigene Kontrolle. Und wir brauchen auch kein Label, weil wir vermarkten ja nur sozusagen in die eigene Kundschaft. Aber es braucht dann eine Einigung. Ich kenne konventionelle Bauern, die sagen, weißt du, ich darf hier keinerlei Pestizide ausbringen. Ich würde es eh nicht machen, aber ich darf es gar nicht, damit die Leute sofort auf den Kopf springen würden. Ja, und das ist im Grunde die Einigung der Anbaumethoden, die dann eigentlich recht freilassend ist und vor allen Dingen recht selbstbestimmt. Ich kann jedem nur raten und jeder, die sich damit beschäftigt, ob das was für den eigenen Betrieb ist, sich diese Frage wirklich gut zu beantworten. Warum will ich das machen? Die Gründe, die ich kenne dafür, sind völlig unterschiedlich. Bei mir war es die pure Begeisterung von diesem System und der Wille, etwas aufzubauen, wo die Menschen, die die Lebensmittel bekommen, mehr mit einbezogen sind, als einfach nur, dass sie es kaufen. Und das ist zum Beispiel eine Motivation, die viele teilen. Andere sagen, sie möchten mehr betriebliche Sicherheit, was eine Solawi bietet, aber erst, wenn auch genügend Menschen teilnehmen. Also wie auch immer die Motivation aussieht, und es gibt noch viel mehr als die beiden eben gezeigten, diese Frage gehört wirklich beantwortet. Und ich habe mal so ein paar Dinge zusammengeschrieben, wo man solche Antworten auch finden kann und mag als erstes die beiden großen Tagungen des Netzwerks nennen. Die eine war gerade letzte Woche, aus gegebenem Anlass digital, aber eigentlich immer in Präsenz gewesen. 100 bis 150 Menschen kommen dort zusammen und am einen Wochenende sich wirklich über Solawi auszutauschen. Sehr flach, also mit wenig Vorträgen, sondern viel Raum für gegenseitige Gespräche, für Austausch.
für Breakout-Sessions und all diese Formate, sodass im Grunde ein wirklich inniger Kontakt zu Menschen entstehen kann, die das praktizieren. Das andere ist die Literatur. Ich schätze sehr das Buch von Trauger Groh, Höfe der Zukunft, im Verlag Lebendige Erde und auf der Homepage vom Netzwerk, netzwerk-solidarische-landwirtschaft.com, gibt es auch noch einige sehr gute Bücher zu diesem Thema. Und was ich immer wieder höre und auch selber natürlich praktiziert habe, ist mal einfach eine Solawi besuchen in der Gegend und mal fragen, kann ich mal kommen, vielleicht zu einem Tag der offenen Tür oder auch mal so auf einen Kaffee, und dass man einfach mal mit den Menschen Kontakt aufnimmt und sich das anschaut und sich das anschaut, ob das was für einen selber wäre. Mal angenommen, man ist soweit und sagt, okay, ja, Solawi ist das, was ich machen möchte. Dann braucht es im Grunde den Startcheck, wie ich das nenne. Die erste Frage ist, wenn ich auf so einen Betrieb als Berater komme, was wird hier eigentlich produziert? Und das ist eine sehr spannende Geschichte, denn die ersten Betriebe waren alles die sogenannten Vollversorger. Der Buschberghof macht wirklich alles, was der Standort in Schleswig-Holstein hergibt. Milchvieh, Fleisch aus dem Milchvieh, Getreide, also Brot, und Gemüse und Eier. Und das waren die ganzen sicherlich 5 bis 10 Betriebe, die das so gemacht haben. Und dann gab es eine interessante Entwicklung, dass immer mehr Menschen nur Gemüse gemacht haben. Jetzt haben wir 380 Betriebe im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft und viele davon machen nur Gemüse. Und ich bekomme heute manchmal zu hören, ja, Solawi geht ja nur mit Gemüse. Und das stimmt überhaupt nicht. Solawi funktioniert, wie ich es am Anfang gesagt habe, mit eigentlich jedem Produkt. Aber die Frage ist natürlich, was stellt der Betrieb her? Und da sind die ganz klassischen Fragen, Flächenausstattung, Standort, Gebäude, Neigung der Betriebsleitung, was will man machen? Das sind ganz die ersten Fragen. Und in welcher Menge? So als Faustzahl kann man sagen, der Buschberghof dient da immer noch als Blaupause. Ein Mensch, eine Vollversorgung mit allem, was dazugehört, braucht ungefähr 3000 Quadratmeter Fläche. Wenn man nur Gemüse produziert, gibt es eine hohe Varianz hinsichtlich der Anbautechniken, die heute etwas different sind, von Market Garden bis zum normalen treckerbasierten Anbau oder arbeitspferdbasierten Anbau. Gut, also das wäre der erste Startcheck. Was steht mir zur Verfügung? Was mag ich anbauen? Fragen bis hier. Ist was im Chat? Gerade mach mal aus, mein Einsatz. Also ich sehe keine Fragen im Chat. Ja, Entschuldigung, ich musste gerade die Position wechseln. Kein Problem. Aber es sind keine Fragen im Chat. Gut, dann mache ich einfach weiter. Und hier nochmal, also schreibt gerne eure Fragen ins Chat. Oder merkt ihr euch, ich habe das immer wieder mal zwischendurch so ein Fragezeichen, dass die wichtigen Fragen, die euch kommen, gleich besprochen werden. Weil das hatte ich vergessen zu sagen. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass heute Abend eure Fragen beantwortet werden. Das ist das, dann bin ich glücklich, wenn das geschehen ist. Und ich hoffe, ihr habt Interesse, mich glücklich zu machen. Gut, Startcheck 2. Welche Kosten treten auf? Das ist ein häufig etwas diffiziler Schritt, aber um diesen Schritt kommt keine Solawi vorbei. Es macht keinen Sinn, mal drüber zu schielen, was die Nachbar-Solawi so nimmt. Es macht auch keinen Sinn, sich an Marktpreisen zu orientieren, weil die einfach häufig verzerrt sind und nicht die Betriebsrealität widersprechen. Was Sinn macht auf der anderen Seite, ist, dass man am liebsten schaut, was würde eine 100% Solawi bei uns machen. Denn es ist auch schwierig, eine Solawi nur in Teil zu rechnen. Ich sag mal, wenn man einen Betrieb umstellen möchte, kurz, ich muss mir einen vors innere Auge holen, der das gerade gemacht hat. Ah, da habe ich schon einen, sehr schön. Wenn ich jetzt einen größeren Betrieb mir vorstelle, der eine gut laufende Abokiste hat, der eine Milchviehherde hat, der einen Hofladen hat, da ist es sehr schwer, auf den ersten Blick zu sagen, wie soll man denn da eine Solawi rechnen? Und die Antwort ist, dass man den ganzen Betrieb nimmt, auch wenn er 160 Hektar hat, und sich überlegt,
Wie würde dieser Betrieb als 100% Solar wie aussehen? Warum? Weil man so den wirklich richtigen Wert für den Ernteanteil bekommt. Dann kann man rechnen, wie viel Menschen werden benötigt, um das zu machen. Welcher Invest wird im Gegensatz zum Ist-Betrieb noch benötigt? Welche Betriebsmittel kommen noch dazu? Und dann kann man im Grunde von da runtergehen und sagen, ja, wir könnten, sage ich mal, 800 Leute ernähren, was für einen 160 Hektar Betrieb ganz normal wäre. Aber wir haben 800 Leute noch nicht, macht nichts, wir haben nur 50. Wir fangen mit 50 an, nehmen aber gleich den richtigen Ernteanteilsbeitrag, als hätten wir 800. Das ist, finde ich, die schönste Variante, damit man nicht in ständige Nachbieten kommt und von Jahr zu Jahr denkt, ach, Solar, wie lasse ich erstmal mitlaufen, wenn sie klein ist, und deswegen mache ich es ganz billig, damit viele Leute einsteigen, und dann mache ich das ein bisschen teurer. Das hat sich gerecht, weil man einfach irgendwann der Realität ins Auge sehen muss, und deswegen ist es am besten, der Realität gleich ins Auge zu sehen, gleich zu rechnen, was würde der ganze Betrieb denn kosten, und dann von vornherein dann mit der Realität zu kalkulieren. Ja, wie sieht so ein Etat aus? Also für die, die ein bisschen im BWL drinstecken, das ist im Grunde eine klassische Vollkostenrechnung, in der auf der einen Seite erst einmal die Einnahmen erfasst werden aus der Solawi und dann natürlich auch, was nicht die Solawi ist, was in erster Linie die Subventionen sind. Und dann gibt es häufig noch vielleicht andere kleinere Einnahmen. Und auf der Ausgabenseite an erster Stelle immer die Lohnkosten, die in jeder Solawi eigentlich der größte Posten sind, auch wenn sie extrem gut mechanisiert ist, weil es einfach ein sehr diverser Anbau ist, nicht spezialisierbar und deswegen schon mit sehr hohen Lohnkosteneinsatz. Den muss man aber nicht scheuen, weil durch die direkte Beziehung zwischen Erzeuger und Konsument oder Ernteteiler ist das letztlich unterm Strich in Ordnung. Also das ist wirklich interessant. Solawi ist eigentlich eine Jobmaschine. Aber natürlich braucht es trotzdem einen Invest und es braucht auch Betriebsmittel und all diese Dinge werden erfasst. Wenn der Betrieb einen Buchabschluss hat, also wenn er bilanziert und das einigermaßen gut kontiert ist, dann ist das nicht so ein wahnsinniger Aufwand. Also ich mache solche Rechnungen, wenn es gut läuft, 6 bis 8 Stunden mittlerweile. Wenn natürlich die Datenlage nicht so ganz bekannt ist, dann ist das ein bisschen schwieriger, oder wenn es nur Einnahmenüberschussrechnungen gibt. Aber unmöglich ist das nicht. Also es ist wirklich nicht so ein Riesenaufwand. Man steht nur manchmal so wie so ein Berg davor, wenn man nicht weiß, wo man anfangen muss. Aber wenn man da sich ein bisschen durchleiten lässt, dann ist das eigentlich nicht so ein Riesenschritt. Und ich sage es nochmal, dieser Schritt ist unerlässlich. Denn dann kann man natürlich nach außen gehen und sagen, okay, wow, wir wissen jetzt, wie viele Menschen wir versorgen können. Wir wissen, welche Produkte wir anbauen. Wir wissen, was es kostet. Dann fehlt noch eine Sache, das ist die der Verträge. Vertrag kommt von Vertragen und es geht im Vertrag darum, mit den Ernteteilenden, welche Bindungen sind da eigentlich jetzt eingegangen für beide Seiten. Die häufigste Bindung ist ein Jahr, also dass man der Hof ein Wirtschaftsjahr hat, was er vom Zeitraum frei bestimmen kann. Und für ein Wirtschaftsjahr verpflichtet sich eine Ernteteilende, an diesem Projekt Solawi teilzunehmen. Eigentlich könnte man das auch mal länger machen, aber das Jahr hat sich sehr eingebürgert. Ich kenne keine Solawi, die das über einen längeren Zeitraum macht. Und dann sind die ganzen Details zu regeln. Wann wird abgeholt? Was wird abgeholt? Ganz wichtig ist in diesen Verträgen, dass da immer noch mal drinsteht, bei Ernteausfall wird nichts zurückgezahlt. Es gibt keine Garantie für eine zugesicherte Erntemenge. Diese Verträge sind dann, wenn die beiden Schritte davor gelaufen sind, nicht viel Arbeit. Es gibt dabei Unmengen von Vordrucken im Internet. Viele Solawis haben ihre Verträge online gestellt und auch beim Netzwerk gibt es viele Vordrucke. Gibt es Fragen jetzt? Im Chat ist noch nichts. Okay. Gut. Aber diejenigen, die Fragen haben, können sich auch gerne melden mit der Hand, auf Reaktionen gehen und dort Hand heben. Ja. Klicken, oder? Weil ich beim Bildschirmteilen nicht alle sehe.
Ja, ich übernehme das für dich. Okay. Hier steht jetzt eine Frage, wie kann man Bauern für die Solawi begeistern? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Also es braucht eine innere Überzeugung davon. Und ein Bauer muss sich im Klaren darüber sein. Also ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das, die erste ist, dass man, also die Kurzantwort ist durch Klarheit. Viele Bauern, die ich wahrnehme und Bäuerinnen auch, schrecken ein bisschen davor zurück, weil sie so Gruselgeschichten gehört haben. Die Leute sind dann immer auf dem Hof. Und da ist schon was dran. Denn wenn eine Abholstelle am Hof ist, dann ist mehr Publikumsverkehr. Also ich sag mal, jemand, der überhaupt gar nicht kommunizieren will und mit Menschen nicht viel zu tun haben möchte, der ist wirklich kein geeigneter Solawi-Bauer. Beziehungsweise dann muss er sich noch ein Kernteam suchen von Leuten, die dann das Reden gerne übernehmen. Das geht ja auch. Und das wissen viele nicht. Die glauben, man muss dann den Hof irgendwie öffnen für die Leute. Das muss man aber gar nicht, sondern man kann auch sagen, ich möchte einfach nur meinen Anbau machen und den möchte ich in Ruhe machen. Und ich stelle dann die fertigen Kisten oder die Produkte irgendwo hin. Und ab da diese ganze Kommunikation mit den Leuten und was die haben wollen und die Befindlichkeiten der Menschen und all das, was da so drin ist, da mag ich gar nichts mit zu tun haben. Das kann man lösen, indem man beispielsweise einen Verein gründet, der nur für die Solaristen da ist. Und der Bauer bleibt ein Einzelunternehmen oder ein GbR und liefert einfach seine Produkte an den e.V. Das ist, was wir Typ 2 Solawi nennen und das ist völlig in Ordnung. Das ist ehrlich gesagt, ist das der Buschberghof, wobei die Bäuerinnen und Bauern vom Buschberghof auch sehr gerne kommunizieren, aber die haben das bewusst gewählt, um zwei Unternehmensformen beieinander zu haben. Ja, das wäre die Kurzantwort. Und dann Bauern, also merke ich immer wieder, dass die einen Raum haben, ihre Fragen wirklich mal zu stellen, auch ihre Zweifel gegenüber Solawi ausdrücken zu können und ihre Hoffnung und ihre Befürchtung. Und das am besten mit jemandem, der das auch kompetent beantworten kann, was in der Regel natürlich Berater sind oder Beratende vom Netzwerk, als auch natürlich Solawi-Bäuerinnen oder Bauern. Deswegen wäre es zum Beispiel gut, mit einem Bauern, der Zweifel hat oder der zu überzeugen ist oder den man begeistern möchte, mal eine andere Solawi zu besuchen, wenn er sich dafür mal einen Nachmittag Zeit nehmen kann. Das wären die Kurzanforderungen. Okay, also es gibt jetzt noch weitere Fragen im Chat. Zum Beispiel, schreibe ich den Betrag aus der Bieterrunde in den Vertrag oder ist dieser anonym? Sehr schön, sehr gute Frage. Also, das Ergebnis der Bieterrunde, da stehen ja dann unterschiedliche Zahlen und das ist völlig richtig. Am schönsten ist es, finde ich, wenn man selber als Bauer nicht weiß, wer wie viel Geld zahlt. Die Lösung kann der Steuerberater sein oder irgendjemand anderes, der neutral gegenüber dem Unternehmen steht. Und dass die Menschen, sage ich mal, dem Steuerberater als Beispiel, mitteilen, wie viel Geld sie im Monat zahlen und es sonst niemand weiß. Weil dann ist das Anbauteam wirklich neutral den Menschen gegenüber, weil sie bei niemandem wissen, der zahlt viel und der zahlt wenig. Interessant. Jetzt sind noch weitere Fragen im Chat. Die nächste Frage ist, wenn ich als Landwirt noch weder Gemüse anbaue noch Erntehelfer habe, wie sollte ich denn dann vorgehen? Ja, sehr gut. Also eine reine Landwirtschaft mit Milchvieh oder Fleisch oder Getreide hat im Grunde im Moment sehr gute Chancen, weil dadurch, dass viele Gemüsesolawis entstanden sind, ist ja nicht entstanden, dass die Leute nur noch Gemüse essen, sondern erstmal war diese Gründungswelle mit Gemüse. Also ich denke aber, in jeder Solawi sind mal um und bei 70% der Teilnehmenden, die auch Milchprodukte oder Fleischprodukte oder Getreideprodukte nehmen könnten oder würden. Deswegen würde ich als Landwirt mich erstmal umschauen, gibt es in meiner Gegend eine Gemüsesolawi und kann man mit denen vielleicht kooperieren? Und wenn man eine eigene gründen möchte, dann braucht es, wie bei jeder Gründung, mal mindestens so 3-4 Menschen, die bereit wären, im Kern mitzuarbeiten. Und dann könnte man theoretisch auch eine reine Milchsolawi erstmal starten,
Bei Milch ist es so, dass man schon wahrscheinlich eine Verarbeitung anfangen muss. Also nur Milch, also rohe Milch aus dem Tank, kenne ich keine Sola, wie die das macht. Zumindest mal die weiße Linie und über kurz oder lang auch die gelbe Linie. Und beim Brot entsprechend das Gleiche. Es gibt eigentlich keine Getreidesolavie, sondern wenn dann eine Brotsolavie. Also man muss schon also bereit sein, in die Veredelung mit einzutreten. Und dann ist das Wichtigste, finde ich, und das Schwierigste natürlich, die landwirtschaftlichen Betriebe sind heute je nach Standort in Deutschland recht groß geworden. Und wenn ich mir jetzt einen 400 Hektar Ackerbaubetrieb vorstelle, oder ich hatte auch mal eine Anfrage von jemandem, der hatte, weiß ich nicht, 700 Kühe und Melkkarussell. Das ist natürlich eine Dimension, wo man nicht von heute auf morgen eine vollumfängliche Solawi draus machen kann. Aber man kann es starten und schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Es gibt schon einige Großbetriebe, die das einfach mal testen und dann entweder wieder sein lassen oder sie sagen, okay, es ist was Kleines, was gut nebenher laufen kann und was wir weiterentwickeln. Und dann kann häufig kommt bei diesen Betrieben das Gemüse aber hinzu, weil also da gibt es nichts. Das Gemüse ist im Moment das Nachgefragteste. Ich persönlich glaube, es liegt daran, dass Deutschland im Getreide und im Milch- und im Fleischbereich einigermaßen Selbstversorger ist, im Gemüsebereich aber nur zu 35%. Und die Bereitschaft und die Nachfrage nach regionalen Produkten ist ja enorm groß. Und gerade im Gemüsebereich ist das besonders ausgeprägt, weil da auch Frische und Qualität natürlich nochmal mehr entscheidend sind. Also und das machen dann auch einige landwirtschaftliche Betriebe. Ich habe da gerade einen vor meinem geistigen Auge, einen Milchviehbetrieb, die weiße und gelbe Linie machen. Und da hat die Bäuerin dann einfach angefangen, mit einem Arbeitspferd mal 2.000, 3.000 Quadratmeter Gemüse mit anzubauen. Und das funktioniert ja hervorragend und das wurde dann immer ein bisschen weiter ausgebaut. Okay, spannend. Jetzt kommen noch mehrere Fragen. Was ist ein guter Umgang für Monate, in denen es wenig Ernte, Schrägstrich, wenig Lagergemüse gibt, zum Beispiel März, April? Wie können wir gut an die Mitglieder kommunizieren, trotzdem für alle Monate im Jahr einen Beitrag zu zahlen? Ist ein Start ins neue Wirtschaftsjahr ab März, ist einem Start ins neue Wirtschaftsjahr ab März abzuraten? Ja, sehr gute Frage. Also im Gemüsebereich ist die wirkliche saure Gurkenzeit April bis Juni, weil das Lagergemüse dann wirklich vergammelt ist und die Frühjahrskulturen, also das Wintergemüse geräumt hat und die Frühjahrskulturen noch nicht gewachsen sind. Und das ist also das bedarf vor allen Dingen einer Kommunikation. Das ist die gärtnerische Realität und das ist der Preis dafür, wenn man sich regional ernähren möchte. Nun kann man natürlich auf der Anbauseite entgegenwirken, dass man in der Tat etwas Wintergemüse anbaut, so zum Durchhalten, Spinat und Wintersalate und frühe Radieschen und so, um diese Lücke ein bisschen zu schließen. Aber ein Stück weit ist es auch wirklich einfach die Kommunikation an die Leute. Eine Aufforderung im Sommer vorher, liebe Leute, jetzt gibt es Überschüsse. Im Grunde wäre Einmachen das Mittel der Stunde. Und das einfach kommunizieren, dass das mit zu einem gärtnerischen Jahr dazugehört. Und wenn das sauber läuft und das Verständnis dafür groß ist, dann ist auch der Startpunkt des Wirtschaftsjahres nicht so entscheidend. In der Tat ist März bis Mai in den Gemüsesolawis die häufigste Möglichkeit, eine Solawi zu beginnen oder das neue Wirtschaftsjahr zu beginnen. Ein eher späterer Zeitpunkt hat den charmanten Vorteil, dass man ja zum Beginn des neuen Wirtschaftsjahres in der Regel die Bieterrunde, wenn man sie gemacht hat oder auch wenn man sie nicht gemacht hat, einen Etat fertig gehabt hat. Und wenn ich erst im Mai mit dem Wirtschaftsjahr beginne, hat man den Vorteil, ein bisschen mehr Zeit bis dahin zu haben. Also im Jahreslauf der Solawi-Gärtnerin steht jetzt eigentlich Anbauplanung an und am besten noch vor Weihnachten die erste Rohfassung eines Etats für nächstes Jahr. Das ist immer ein bisschen sportlich, weil so die Ernte auch noch ansteht, aber das muss eigentlich gebracht werden. Und besonders herausfordernd ist es natürlich für startende Solawis im ersten Jahr, weil da noch gar nichts da ist. Da sollen die Leute im März ein Geld zahlen und es ist noch nicht mal ein Lagergemüse aus dem letzten Jahr da, sondern gar nichts. Aber ich gebrauche immer das Bild des Hausgartens. Das ist jedem sofort einleuchtend. Wenn ich mich entscheide, in meinem Garten für meine Familie Gemüse anzubauen, dann muss ich mir im März einen Spaten kaufen und Saatgut und da ist natürlich nächste Woche noch kein Gemüse, sondern das dauert eben bis Juni. Und dieses Bild des Gärtnerns versteht eigentlich jeder sofort. Okay, die nächste Frage.
Wie teile ich Ernteanteile ein, wenn ich zusätzlich Direktvermarktung über Hofläden und Märkte mache? Packe ich dann quasi Abokisten in Höhe des Ernteanteilwertes zu normalen Marktpreisen? Ja, sehr gute Frage. Hatte ich letzte Woche. Situation, eine Solawi-Gärtnerei macht, also eine Gärtnerei macht schon Solawi und dem Nachbar ist auch Bio und die vermarkten noch an Großhändler. Und dann war die Frage, könnt ihr nicht für uns ein bisschen was machen, weil unsere Fruchtfolge zu eng wird? Und da war dann auch die gleiche Debatte und die Antwort ist, also wenn es sich flächenmäßig lohnt, sage ich mal, also man ermittelt, sagen wir mal, bei Möhre, okay, für die Solawi von 100 Leuten, also das sind nur Beispiele, ich mache gar nicht Leute an Zahlen, ich sage einfach, für meine Solawi brauche ich 1000 Quadratmeter Möhre. Und ich habe eine Anbaufläche von 3 Hektar Möhre. Dann wäre es das Schönste, wenn es im Betriebsablauf passt, wenn man sagt, diese 1000 Quadratmeter da vorne und die irgendwie geschickt auszeichnet oder sich merkt, 2 Reihen oder was auch immer, das sind die Solawi-Möhren. Weil dann bleibt es ehrlich und wenn da ein guter Ertrag ist, kriegen die Leute viel Möhren und wenn es ein schlechter Ertrag ist, kriegen sie wenig Möhren. Wenn das nicht möglich ist, weil es manchmal einfach sehr tüdelig ist, was ich schon verstehe, dann muss man sich als Betriebsleiter und Leitung entscheiden, wo möchte ich hin? Und weil das kann dann dazu führen, dass die Solawi sozusagen das Haushaltsgemüse bekommt und das Gute wird am Markt verkauft. Das spricht sich rum. Und solche Solawis hatten wir auch schon und die brechen dann ein bisschen schnell auseinander. Nicht, dass sie scheitern, aber das ist dann schon ein bisschen schwierig und es knarrt im Gebälk. Hingegen die Bäuerinnen, die dann klar sagen, ich stelle die Solawi nach vorne und zum Beispiel in einem Dürrejahr, wenn die Möhrenernte total dünn ist, dann kriegt erstmal die Solawi ordentlich Möhren und die Direktvermarktung, also der Hofladen und die Abokiste kriegen eben weniger. Das ist dann eine politische Entscheidung der Betriebsleitung. Mhm. Okay. Eine nächste Frage. Wie sieht das Aufteilen der Ernte in der Praxis aus? Wiege ich meine komplette Ernte und teile sie durch zum Beispiel 100 als Anzahl der Mitglieder? Oh ja, oh ja. Sehr gute Frage. Im Gemüsebereich ist das das Schwierigste, weil da die Bedürfnisse der Menschen so unterschiedlich sind. Der eine Mensch, also es geht im Grunde immer darum, dass die Menschen von dem, was da angebaut wird und was da diese Woche in der Kiste ist, dass es im Grunde, sage ich mal, für eine Woche reicht. Es haben sich so ein paar Grundsätze herausgestellt. Der eine Grundsatz ist, nie mehr als 10 verschiedene Dinge in die Kiste. Also Möhre, Rote Beete und all sowas. Und das aber nicht mehr als 10 verschiedene Sorten. Das andere ist immer mindestens so viel wie für eine Portion. Also nicht irgendwie nur ein halbes Radieschen, weil man so stolz ist auf die erste Ernte, sondern dann lieber, dass es für eine Mahlzeit ausreicht und dann nur jede dritte Woche in die Kiste. Bei nach oben ist es sehr schwierig, weil die Leute total indifferent die Dinge zu sich nehmen. Der eine braucht 3 Kilo Möhren in der Woche und der nächste braucht nur 200 Gramm Möhren in der Woche. Und da haben sich 2 Varianten rausgebildet. Die einen sagen, schau her, liebes Solawi-Mitglied, hier ist der Abholraum und da ist ein Zettel. Diese Woche ist der durchschnittliche Ernteanteil 300 Gramm Möhren, 300 Gramm Rote Beete, ein Kohl und so weiter. Und nimm dir das oder lass es drin in der Kiste und dann hat man sozusagen die Reste davon und kann daran im Grunde erkennen, wie ist der Verbrauch der gesamten Gruppe. Oder aber man packt fertige Kisten, wo dann wirklich in der Kiste das zugeteilt drin ist, was auf dem Zettel steht. Und jeder hat beim Abholen die Möglichkeit, wenn es von irgendetwas zu viel ist, es in eine Tauschkiste zu legen. Und aus der Tauschkiste kann dann jeder rausnehmen, was er möchte. Das sind die beiden typischsten Verteilungsmöglichkeiten. Und ganz wichtig ist, wirklich regelmäßig abzufragen, liebes Mitglied, bist du zufrieden mit der Menge? Ist es zu viel, ist es zu wenig? Dazu habe ich gleich noch ein paar Folien. Vielen Dank. Im Moment sind keine weiteren Fragen mehr im Chat. Ja, ich würde jetzt auch sehr gerne weitermachen und ich danke, aber ich freue mich sehr über diese Fragen, die sind sehr gut. So, wie sage ich es denn meinem Kunden? Das ist das Thema Marketing, das ist sehr, sehr wichtig. Denn
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auf einem Betrieb, der schon eine gute Direktvermarktung hat, sprich Hofladen, Abokiste oder ähnliches, dass die Kundinnen überhaupt gar nicht so sehr begeistert sind. Weil der Mensch ist häufig ein Gewohnheitstier und die Direktvermarktung hat ja auch viele Vorteile. Online ist in den letzten Jahren sehr präsent geworden. Das präzise Kaufen spricht viele an und das ist mit Solawi schon ein bisschen unbequem. Wie kann ich jetzt nicht mehr online bestellen? Wie, da gibt es irgendwie eine Kiste und ich soll zu so einer Bieterrunde und so. Also die jubeln nicht grundsätzlich. Und die Begeisterung, die hoffentlich bei der Betriebsleitung da ist, nachdem man sich entschieden hat, das Solawi zu machen, gilt es dann auf den alten Kundenstamm zu übertragen. Und es kann auch schon sein, dass da einige Kunden abspringen und man findet neue. Also das ist eine Wahrnehmung, die ich ganz deutlich habe. Solavistas sind nicht typische Hofladen- oder Abokistenkunden. Es zieht einfach andere Menschen an. Und als Medium finde ich die Kombination aus Homepage für die Solawi und einem Printflyer nach wie vor für sehr geeignet, der im Laden liegt oder so mit den Basisinformationen. Und dann Infoveranstaltungen. Die sind immer, also ich mache das jetzt seit 10 Jahren oder seit 15 Jahren, fahre ich durch ganz Deutschland oder auch Österreich und mache so etwas und finde das für das beste Format. Wenn jemand da ist, der eine Solawi bereits betrieben hat, wenn vielleicht ganz wichtig, wenn eine Ernteteilerin einer anderen Solawi den Leuten erzählt, wie das geht. Und wenn vielleicht jemand vom Netzwerk oder von außerhalb eben noch so ein bisschen was vom großen Ganzen erzählt. Und dann Raum für Fragen, dass die Leute alle ihre Fragen stellen können. Das finde ich ist eine sehr, sehr wichtige Außendarstellung. Und wenn man da die Presse einlädt, hat man in der Regel auch eine sehr gute preiswerte und wirksame Werbung da dran. Klaus, ja. Darf ich noch mal kurz unterbrechen? Ja. Also es gibt noch mal Meldungen, dass dein Ton leider immer wieder lauter und leiser wird. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas technisch ändern könntest. Nein, ich rede ganz laut. Ich bin ganz nah am Mikro. Jetzt. Das muss irgendwas Technisches sein. Ich kann das nicht. Aber meine Internetleitung ist gut. Okay, Cybermobbing. Okay. Gut, also ich hoffe, ich denke, wenn du sehr nah dran bist, ist es okay. Und ich hoffe, es ist für die Teilnehmer weiterhin machbar. Also ich kann auch mal, aber wenn es häufig gut ist, dann kann ich da auch nichts dran einstellen. Nein, ich spreche die ganze Zeit leicht laut und mit leichtem Abstand ins Mikro. Ja, ich weiß, aber auch bei mir ist es ständig lauter und leiser. Es ist tatsächlich so. Ich habe jetzt extra die Position gewechselt. Ich habe jetzt auch eine gute Internetverbindung, aber okay. Wir machen einfach weiter. Wir nehmen es jetzt so, wie es ist. Okay. Also bei der Kommunikation an dem bestehenden Kundenstamm ist die entscheidende Frage, warum endet das Alte und was ist so gut am Neuen? Das ist eigentlich die Schlüsselfrage für das Marketing. So, jetzt habe ich mal ein paar Dinge aus der Wissenschaft mitgebracht. Es gibt zwei sehr umtriebige junge Männer in Eberswalde, die eine ganz frische Bachelorarbeit vorgelegt haben, die ich sehr bemerkenswert finde. Sie haben bestehende Umfragen analysiert und haben auch nochmal neue hinzugefügt. Und daraus habe ich euch ein paar Ergebnisse mitgebracht. Das erste ist vom Bundesministerium, was uns, glaube ich, alle bekannt ist, aber was einfach nochmal wirklich, wirklich klar ist, also den Leuten ist Regionalität und Saisonalität wesentlich wichtiger als der Preis. Das ist, finde ich, eine der interessantesten Aussagen, dass also immer mehr Menschen offensichtlich begreifen, um was es geht und um was es nicht so sehr geht. Dann hier von einem Bitau mal eine Analyse, wer ist das typische Solawi-Mitglied? Weil es ja auch immer heißt, ja, in einer Stadt kannst du Solawi machen, auf dem Land geht das nicht. Und ja, da ist schon was dran, weil natürlich der städtische Raum in Deutschland viel stärker mittlerweile frequentiert wird als der ländliche Raum. Aber hier mal das typische Mitglied, also eher mittelalt, zwischen 30 und 49, eher ein Hochschulabschluss, das stimmt schon. Und eher im städtischen Raum und eher weiblich und in einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von ungefähr 4 Personen.
So, und hier sehen wir mal die Diversität, die es so schwierig macht, präzise Voraussagen zu treffen oder auch präzise zu planen. Wir brauchen da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ihr könnt, wenn ihr da was lesen könnt auf der linken Seite, euch das gern anschauen. Und natürlich, das habe ich gar nicht gesagt, meine Präsentation ist gerne nachher verfügbar, um das nochmal genauer zu lesen. Aber hier sind Faktoren für Mitglieder. Also warum steigen Menschen ein in eine Solawi? Und da ist mal mit Abstand, ich möchte regionale Lebensmittel konsumieren und ich möchte nachhaltige Landwirtschaft unterstützen. Ich sehe immer wieder Menschen, die bei Infoveranstaltungen ihre Gründe darlegen, warum sie in einer Solawi sind, warum sie aktiv in Vereinen mitarbeiten, ehrenamtlich die Buchabschlüsse machen, mit dem Auto durch die Gegend fahren und Gemüse verteilen. Und diese Menschen sagen nicht als allererstes, ich will Gemüse haben, sondern die sagen genau diese Gründe. Ich höre im Moment ganz oft den Satz, ich höre so viel schlimme Nachrichten, ich will selber endlich gute Nachrichten verbreiten. Also ich will was machen, ich will beitragen, ich will mitwirken, ich will was gestalten. Das ist wirklich eine ganz große Motivation für Menschen, an einer Solawi teilzunehmen. Aber es ist jetzt keine rosa Wolkengeschichte, wo alles rosa-rot ist. Nein, auch hier mal eine klare Umfrage, womit seid ihr denn zufrieden und womit seid ihr nicht zufrieden? Und das ist natürlich für zukünftige Solawi-Bäuerinnen und Bauern hochinteressant. Also Qualität ist fast immer gut, ja, weil sich die Bäuerinnen und Bäuer echt ins Zeug legen. Quantität ist hochinteressant, das ist oft zu viel. Und die Leute kriegen ein schlechtes Gewissen, dass es ihnen zu Hause schlecht wird und dann treten sie wieder aus. Frische ist Solawi natürlich gnadenlos gut. Die meisten Betriebe ernten morgens und mittags ist es beim Kunden. Das ist ja wirklich schon eine echt kurze Kette. Die Länge der Saison, also dass sich viele, also hier geht es nur um Gemüse. Und im Gemüsebereich orientieren sich schon viele Betriebe in diese Richtung eines Wintergemüseanbaus im Sinne von Olaf Palme oder einer Überbauung der Beete von zwei Anbauten im Jahr auf einem Beet im Sinne von Lean Farming oder Market Garden. Eben alles so im Dienst des Kunden, dass man eben probiert, diese Lücke zu schließen, so gut es geht. Und die Verbindung, also das ist immer wieder wichtig, die Menschen, die mit dem Hof in Verbindung sind und regelmäßig Infos bekommen, die sind da zufrieden. Unzufrieden sind sie, das Paradox, oben steht die Quantität der Produkte, werden sie zufrieden, unten steht unzufrieden. Das ist das, was ich eben meinte. Das ist einerseits die Varianz und das ist teilweise pures Unwissen. Das ist, die Menschen lernen erst in einer Solawi, dass es im Dezember wirklich keine Tomaten gibt in Deutschland. Weil sie das, da haben sie sich wirklich häufig nie Gedanken drüber gemacht. Und dann ist es ja auch so, dass im Grunde die Menschen einem jetzt sagen müssten, was sie nächstes Jahr essen möchten. Also jetzt wäre eigentlich die Planungszeit für nächstes Jahr. Und die meisten Menschen wissen noch nicht mal, was sie nächste Woche essen möchten. Deswegen nochmal, es ist total wichtig, in einer Gemüsesolawi regelmäßig zurückzuverfolgen, wie sind die Menschen zufrieden mit der aktuellen Lieferung und sich das gut merken für nächstes Jahr. Weil diese Abfrage, was möchtest du nächstes Jahr essen, die führt zu nichts oder zu wenig. Die soziale, gemeinschaftlichen Aspekte, die sind einfach, also da sind die Ansprüche total unterschiedlich. Da gibt es Menschen, die wollen im Grunde gar nichts. Sie wollen im Grunde ihr Geld zahlen und sind damit zufrieden und würden nie irgendwo hingehen. Und die anderen wollen dreimal in der Woche irgendwie was mitkriegen und dazwischen gibt es eine große Varianz. Und entsprechend, weil das nicht alles bedient werden kann, gibt es da auch Unzufriedenheiten. Und das dritte ist das letzte ist die Kommunikation mit den Landwirten, die einfach häufig. Wenn es niemanden gibt, also wenn der Landwirt nicht gerne mit den Leuten redet und es gibt niemanden, der dazwischen übersetzt oder Hofbriefe schreibt, dann sind die Leute unzufrieden, weil sie möchten einfach mit dem Betrieb in Kontakt stehen und verstehen nicht, dass nicht jeder Landwirt gerne und vor allen Dingen auch nicht viel Zeit hat, jetzt jeden Tag da stundenlang zu sprechen. Die Zufriedenheit nochmal nur Bezug auf Gemüse.
auf die unterschiedlichen Dinge, worauf man auch sieht, so ein bisschen für alle, die eine Gemüsesola wie planen, was sind die Hitlisten? Also Blattgemüse ist deutlich das Highlight. Und dann kommt Fruchtgemüse, Wurzelgemüse, Zwiebelgemüse, das sind die gefragtesten. Kartoffeln sind auch so ein Dauerbrenner und sonstiges Gemüse ist im Grunde alles darüber hinaus. Ja, und dann geht es eben darum, ihr seht auch die Verteilung der Farben, ist viel zu viel oder viel zu wenig. Das ist dann die Kunst einer Solawi, sich an diesen Werten hier ein bisschen zu orientieren. Und davon gibt es sehr wenig Werte, aber vor allen Dingen in der eigenen Solawi relativ bald herauszufinden, was möchten meine Menschen. Wie groß ist ein Anteil? Erinnert euch ganz an den Anfang. Ich hatte gesagt, 60.000 Euro für 60 Menschen. Und das wäre dann ein Ernteanteil. Aber in Wirklichkeit ist die Varianz der Ernteanteile, sage ich mal, von 1 bis 4. Damit meine ich, der eine Mensch isst so viel Gemüse, dass er seinen Ernteanteil schafft. Und dann gibt es aber 4 Menschen, die sich die gleiche Menge von Gemüse teilen. Und das hat immer zu einer großen Varianz geführt. Was ist bei uns eigentlich ein Ernteanteil? Und hier seht ihr mal die Abfrage an Betriebe. Für wie viele Personen ist euer kleinster Anteil ausgelegt? Weil viele Gemüsesolavis haben mittlerweile sogar 2 Anteile. Sie nennen das Single-Anteil und Familienanteil oder Ein-Personen-Anteil und Großfamilienanteil oder. Und das kommt hier raus, dass es einfach diese Varianz gibt, was die Leute an Gemüse in der Woche essen. Das ist bei Brot und Getreide und bei Milch ist das relativ wesentlich klarer als beim Gemüseverzehr. Also Gemüse sticht da wirklich schon raus, wie unterschiedlich die Leute das zu sich nehmen. Und der klare Anführer ist 1 bis 2 Erwachsene. Und dann seht ihr hier eine Frage nochmal, die geht nur an Gemüsesolavis. Welche Zusatzoption bietet ihr an? Und das ist wichtig für alle Landwirte, hier mal in einer Umfrage zu sehen, ja, was wäre denn außer Gemüse noch interessant? Obst. Wir haben in Baden-Württemberg eine Apfelsolavi, die wirklich nur Äpfel hat und die mit ihren Äpfeln 6 oder 7 umliegende Solavis versorgt. Eier ist im Moment, das wissen alle Direktvermarkter, der Dauerbrenner. Also Eier gehen auch in einer Solawi unglaublich gut. Honig ist auch sehr nachgefragt, also mit einem Imker. Wir haben 3 oder 4 solidarische Imkereien mittlerweile in Deutschland. Und dann Brot und Backwaren. Großes Ding. Große Nachfrage. Fleisch auch, sogar noch ein bisschen mehr als Brot. Und Milch und Molkerei nochmal. Wie ich gesagt hatte, ungefähr diese 70%. Und das ist wirklich, es ist ein nachgefragtes Produkt. Saft und dann ganz viel Tee, das ist ein bisschen viel, wird auch gar nicht angeboten. Ah, es ist so, und jetzt sehe ich selber, das ist andersrum, wird angeboten als Zusatzoption buchbar. Ah, jetzt sehe ich, es ist andersrum. Aber dann seht ihr das Gleiche, Obst wird am meisten angeboten und dann kommt Fleisch, Milch und Brot ein bisschen weniger. So rum ist es. Gut, Fragen bis hier. Im Chat ist im Moment nichts, aber vielleicht also, gleich. Ja, also ich hätte eine Frage. Ich stelle die mal nicht im Chat, sondern habe mich mal laut geschaltet. Du hast es ja jetzt sehr stark auf Gemüsesolavis bezogen. Ne? Kannst du noch ein bisschen was zu anderen Produktbereichen sagen? Ja, sag mal welchen. Naja, also zum Beispiel, du hattest Fleisch genannt oder ja. Molkereiprodukte, ne? Weiße ja. Linie oder Käse dann dazu, gelbe Linie. Ja. Ja, genau, da ist es wesentlich leichter, das kann ich sehr gerne sagen. Also die meisten Solavis, die Fleisch im Angebot haben, orientieren sich an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die wiederum sagen, dass ein gesunder Fleischverzehr 32 Kilo im Jahr wäre, beziehungsweise 500 bis 600 Gramm in der Woche. Und das wird als Rechengrundlage genommen für einen Ernteanteil oder einen erwachsenen Menschen, der daran mitmacht. Und dann kommt es darauf an, wie groß die Solawi ist, weil das wiederum bestimmt, wie häufig geschlachtet wird. Und dann braucht es möglichst gleichmäßig verteilte Schlachttermine über das Jahr, sodass eine möglichst gleichmäßige Fleischversorgung der Leute machbar ist.
Man könnte auch sagen, viele Fleisch-Solavis haben ziemlich gute Tiefkühltruhen, weil eben die Schlachttermine, man kann ein Tier ja nun nicht wöchentlich ernten wie ein Gemüse. Das wäre beim Fleisch zu sagen. Und beim Fleisch, also von der Sorte her, ist Rindfleisch das Gefragteste. Aber viele Solavis haben auch Rind und Fleisch. Und die Eier haben natürlich dann auch Suppenhühner und auch ein bisschen Gockelfleisch. Das sind die häufigst nachgefragten Fleischsorten. Beim Milch ist es auch recht leicht. Da gilt die Regel pro erwachsenen Menschen und Woche die Produkte aus 7 Liter Milch. Und am schönsten ist es, wenn man es hinbekommt, deswegen hatte ich vorhin gesagt, nochmal die weiße Linie oder gelbe Linie, je nachdem, was man machen möchte. Ich würde auf jeden Fall immer mit der weißen Linie beginnen, weil sie einfach leichter herzustellen ist, mit weniger Invest und weniger Erfahrung. Und das Schönste ist, wenn die Leute sich für nächste Woche aussuchen können, was sie aus ihren 7 Litern haben können. Also dass sie im Grunde wissen, okay, für mich werden nächste Woche 7 Liter Milch gemolken und ich kann bis, weiß ich nicht, Samstagabend oder so oder Freitagabend muss ich mich entscheiden, was soll daraus nächste Woche werden? Joghurt oder Quark oder Butter oder wenn es die gelbe Linie ist eben auch, kommt dann noch ein Hart- oder ein Frischkäse dazu. Aber so als Rechengrundlage, ein erwachsener Mensch 7 Liter ist nach wie vor die gültige Richtung. Beim Brot. Vielen Dank. Ja, sorry, ja, Brot. Mhm. Beim Brot ist es als erste Daumenregel 1 Kilo pro Woche an verarbeiteten Getreide. Also es könnte ein Brot sein von 750 Gramm und ein paar Brötchen, je nachdem, was die Bäckerei da so mit sich bringt. Ich habe selber viele Jahre gebacken und die Erfahrung gemacht, dass es nicht möglich ist, vorzubestimmen, wie viel Brot Leute essen. Also ich hatte den Ansatz, ich backe jede Woche und die Leute können mitnehmen, was sie möchten. Sie sind immer glücklich. Aber das hat so viel Brotreste verursacht in der einen Woche. Und wenn ich dann in der nächsten Woche weniger gebacken habe, dann war eine Nachfrage da, dass Brot wirklich am besten auf Bestellung geht. Also im Sinne von bis Freitag musst du sagen, was du nächste Woche möchtest. Wenn du nichts bestellst, kriegst du deinen Basisanteil. Und da müssen sie einmal im Jahr einen Basisanteil buchen von einem 750 Gramm Brot oder so, sodass man dann als Bäckerei seine Planung machen kann für die nächste Woche. Das wären im Grunde für die 3 genannten Bereiche die Dinge, die wirklich eigentlich planbarer sind. Also die Landwirtschaft ist für die Solawi eigentlich planbarer als Gemüse. War das so ausreichend? Vielen Dank, ja. Ja, ich glaube, Klaus, vielen Dank. Wir haben eine neue Frage. Und zwar, wie rechne ich, wie viele Mitarbeitende ich brauche in einer Gemüsesolawi? Bei dem Beispiel mit 60 Ernteanteilen. Oh ja, sehr schön. Also, da gab es in der Tat die erste Bachelorarbeit zu. Die ist immer noch auf der Homepage des Netzwerks. Da hat in Witzenhausen jemand 5 Gemüsesolawis verglichen. Wie viele Ernteanteile produziert ihr, auf welcher Fläche und wie viele Arbeitskräfte braucht ihr? Und der Mittelwert war, eine Arbeitskraft versorgt 40 Ernteanteile. Das war aber noch alles vor Market Garden, vor Lean Farming und all diesen neueren Konzepten und ist durch diese Konzepte auch wirklich aus den Angeln gehoben worden. Also 40 Ernteanteile für einen Gärtner sind eigentlich so die untere Grenze. Das schafft man. Also wir haben ja gerade im Gemüse das Problem, dass wir einen riesigen Fachkräftemangel haben, dass in Solawis viele Leute mit Gemüsebau anfangen, die es nicht wirklich von der Pike auf gelernt haben oder die sehr wenig Erfahrung damit haben. Und bei solchen Menschen würde ich sagen, okay, probier erst mal 40. Wenn man es auf die Spitze treiben will, kann man ganz etwas anderes erreichen. Ich würde mal an der Spitze den Sebastian Giermann bezeichnen von der Biotop Oberland Solawi, eine Genossenschaft in Bayern, der auf 700 Meter Höhe, also nicht einem ausgeprägten Gemüsestandort, auf 1,3 Hektar Fläche
1100 Menschen mit Gemüse versorgt, mit einem Arbeitskräftebesatz von 4,3 Vollzeitarbeitskräften. Also er hat mehr, aber umgerechnet auf die Vollzeitarbeitskraft sind es 4,3. Das wäre so der Schlüssel und ihr seht, was da für eine riesige Varianz ist, weil diese 4,3 Arbeitskräfte versorgen mal statt den 40 locker 200 oder so. Und man muss sich die Bedingungen dazu anschauen. Die Bedingungen sind, wie viel Zukauf macht die Solawi? Also früher war der Ansatz, alles kommt vom Betrieb. Aber nehmen wir mal die Kartoffel als Kultur. Es gibt viele kleine Gemüsegärtnereien, die Solawi machen, die sagen, Kartoffeln bei uns zu produzieren ist sinnlos, wenn wir nebenan einen gut sortierten Biobetrieb haben, der 40 Hektar Kartoffeln anbaut, der macht das wirklich besser als wir. Und dann kann man sagen, wir kaufen die Kartoffeln zu. Und in diesem Geschäft, wie sehr kauft eine Solawi Gemüse zu? Und wie entspricht das überhaupt unserer Philosophie von Solawi? Aber das muss man sich als Betriebsleitung klar machen. Möchte ich überhaupt Zukauf? Wenn ja, wie viel? Wenn ja, was? Denn das steuert ungemein, wie viel Arbeitskraft man für die verbleibenden Kulturen benötigt. Ja, das wäre so meine Kurzantwort. Prima, sehr interessant. Jetzt die nächste Frage. Was mache ich, wenn Milchproduktion, in Klammern 5 Kühe, und Gemüseproduktion, in Klammern 1000 Quadratmeter, nicht zusammenpassen, der Ernteanteil also zu viel Milch oder zu wenig Gemüse hat? Ja. Okay, sehr gute Frage. 1000 Quadratmeter, also ich würde wahrscheinlich, also die Kühe sind ja dann, wenn ich mal eine mittlere Leistung annehme von 5000 Kilo, dann wären das bei 5 Kühen 25.000 Kilo. Da müsste man sich ausrechnen, wie viele Menschen das zu versorgen wären. Das wären natürlich mehr als 1000 Quadratmeter. Wenn wirklich Flächenzupachtung und die Vergrößerung der Gemüsefläche gar nicht möglich ist, tja, dann würde ich wahrscheinlich in die Hartkäseproduktion gehen, weil Hartkäse verschickbar ist und probieren, überregionale Solawis mit Hartkäse zu begeistern. Okay, ja. Eine Möglichkeit. Wenn ich länger darüber nachdenke, kommen ja noch mehr, aber das wär das Erste, was mir so spontan kommt. Okay. Weitere Fragen aus dem, vielleicht noch im Chat oder wer meldet sich? Im Moment keiner. Gut, dann gehe ich weiter. Die Frage war vorhin schon mal da. Ich gehe jetzt hier noch mal ein bisschen drauf ein. Viele Betriebe stehen vor der Situation, dass sie vielleicht ein 100% Solawi-Betrieb sein möchten, aber die Realität bringt es nicht her. Vorhin der Betrieb, den ich gezeigt hatte, als Beispiel einmal kurz mit 140, 150 Hektar, der theoretisch 700, 800 Menschen versorgen könnte und sie aber nicht bekommt, weil einfach so eine Region eine Weile braucht, um sich an das Neue zu gewöhnen, vor allen Dingen, wenn das Alte sehr etabliert war. Und wie geht das eigentlich miteinander? Ich habe es hier nochmal ein bisschen deutlicher gesagt und auch nicht nur auf Gemüse, sondern auch auf die Milchhaltung. Also das ist natürlich ein bisschen radikal, aber am schönsten wäre es, wenn man eine Herde hat von, auch sag ich, als Beispiel 50 Kühe oder 30 und man hat eigentlich nur eine Solawi, die 3 oder 4 Kühe braucht, dass man wirklich 4 Kühe rausnimmt und sagt, das hier sind jetzt meine Solawi-Kühe. Und je nachdem, was die für Milch geben, das geht in die Solawi. Wenn das umsetzbar ist im Betrieb. Aber es wäre das Reinste und das Ehrlichste. Wenn das alles nicht möglich ist, dann eben die angemessenen Anteile ausgeben, so wie ich es eben skizziert habe, mit den 600 Gramm Fleisch pro Woche, mit den 7 Liter Milch pro Woche, mit dem Kilo Getreide pro Woche oder im Gemüsebereich reden wir von 1 bis 2,5 Kilo Gemüse, wobei das Hanebüchen ist, weil jeder weiß, dass Feldsalat vom Gewicht her schlecht mit Möhren zu vergleichen sind, aber nur um so einen ersten Daumenwert zu haben, das ist bei den meisten die übliche Menge oder der Gewicht der wöchentlichen Ausgabe 1,5 bis 2,5 Kilo so in etwa.
Und dann eben nochmal, was ich vorhin schon gesagt habe, in knappen Zeiten sich immer gut überlegen, wo gebe ich die gute Ware hin? In die Solawi oder in die andere Produktion? Und das ist, da zeigt sich dann wirklich, wie ehrlich es mit der Solawi gemeint ist und wie sehr man auch in die Solawi vertraut. Ich kann auch jeden verstehen, der dann woanders reingeht, aber das sind Schlüsselmomente in der Betriebsentwicklung. Und das Ergebnis auf jeden Fall klar kommunizieren, warum man das gemacht hat. Steuer, das ist auch mal wieder meine Frage, da ändert sich eigentlich nichts. Also ob jetzt ein Betrieb aus Gemüseverkauf am Hofladen oder auf dem Marktstand seine Einnahmen erzielt oder aus einem Milchverkauf in eine Solawi, spielt keine Rolle. Es sind die üblichen Gesetze zu beachten, auch hinsichtlich Abgrenzung zum Gewerbe mit der zweiten Verarbeitungsstufe und all dem, was da passiert. Aber da ist jetzt Solawi nichts Besonderes. Eine Sache hatten wir mal, die ist auch wichtig, dass man ja häufig davon redet, ja, das ist jetzt eine Gemeinschaft. Viele sagen, das ist sowas wie ein Verein und nehmen dann einfach in einen Vertrag mit ein, du bist jetzt Mitglied der Solawi. Und das kann man vielleicht in einen Vertrag schreiben, aber bitte niemals in Rechnungen. Wir hatten den Fall schon, dass Finanzämter dann aufmerksam werden, weil Mitglied ist einfach ein Wording, was für den Verein oder für die Genossenschaft wirklich prädestiniert ist. Und wenn das nicht vorliegt, dann ist das für das Finanzamt verdächtig, was da eigentlich geschieht. Deswegen einfach, wenn es kein Verein oder keine eingetragene Genossenschaft ist, einfach sagen, Beitrag für Gemüse, Beitrag für Solawi oder so, aber nichts vom Mitglied schreiben. So, die Frage war auch schon, ich bringe es nochmal beieinander, Gemüse ist die nachgefragteste Geschichte bei der Solawi und nicht nur bei der Solawi, sondern ich glaube, da ist es der größte noch zu erreichende Markt, weil eben die Selbstversorgung in Deutschland nur bei knapp einem Drittel ist. Und die Nachfrage in einer Solawi ist grundsätzlich riesig groß und deswegen werden sich viele Betriebe, die kein Gemüse haben, wenn sie mit Solawi beginnen möchten, über kurz oder lang fragen müssen oder können, mag ich mit Gemüse anfangen? Und damit, das muss man gut machen. Man muss das nicht machen, das will ich mal klar sagen. Ich halte auch Kooperationen mit Gemüse-Solawis für sehr brauchbar. Denn wenn man als landwirtschaftlicher Betrieb mit Gemüse anfangen möchte, dann gibt es da wirklich ein paar Dinge zu beachten. Das erste ist wirklich der Fachkräftemangel. Es ist grandios. Es haben 2.300 Menschen in ganz Deutschland letztes Jahr die Gemüseausbildung abgeschlossen. Das sind viel weniger, als aufgehört haben. Und das sind viel zu wenig. Und deswegen haben wir einen enormen Mangel daran bei einer riesigen Nachfrage. Aber natürlich gibt es Leute, die das dann auch machen und auch gute, gar keine Frage. Und dann ist das Konzept wichtig. Das muss zum Betrieb passen. Ne? Also wer ein bisschen Fläche übrig hat und wer nicht den letzten Quadratmeter intensiv bepflanzen muss, der kann mit seinem Arbeitskraftbedarf auch runtergehen. Das ist ein altbekanntes Spiel. Wenn ich meinen Salat etwas breiter stelle und ihn dafür mit der Maschine hacke und nicht von Hand, dann sinkt eben der Arbeitskraftbedarf in Bezug auf den Ernteteil, nicht in Bezug auf die Quadratmeter. Und auf der anderen Seite kann ich Market Garden machen, also höchste Erträge von kleinster Fläche mit etwas mehr händischem Aufwand. Und da muss man sich wirklich gut überlegen, was aus der ganzen Bandbreite wähle ich. Arbeitspferde gibt es auch noch, wenn man das machen möchte. Also da muss man sich im Vorher drin im Klaren sein, auch bevor man rechnet. Gute Planung senkt Lohnkosten, das wissen wir alle. Nicht gemachte Ausgaben sind Einnahmen. Das ist wie in jedem landwirtschaftlichen Betrieb. Also sauber planen, wo stehen die Gebäude, wo stehen die Hacken, wie aufgeräumt ist der Betrieb, wie gut sind die Abläufe standardisiert, wie gut ist der Waschplatz und all diese Geschichten geht bei Solawi genauso wie bei allen anderen. Und dann ist im Grunde, gerade im Gemüse finde ich eine recht gute Wertschöpfung möglich. Ohne dass der Ernteanteil unglaublich teuer werden muss. Und das nenne ich mal eine echte Win-Win-Situation. Das ist für mich auch der Kern von Solawi, dass im Grunde wirklich nur die Menschen daran mit Geld umgehen, die damit zu tun haben. Die es erzeugen und die es essen. Und sonst ist da eigentlich nichts dazwischen. Es ist eine sehr reine und kurzkettige und dadurch sehr ehrliche und direkte Geschichte. Gut, so, das ist mein Schluss. Ja. Fragen widmen. Ja, es gibt noch Fragen.
Sehr gut, ich komme mal zu euch zurück. So, jetzt bin ich auch wieder und sehe euch im Ganzen. Wow, so viele Leute. So, Moment. Genau. Also es gibt noch die Frage, und wenn es ein Verein ist, dürfen wir dann in die Verträge Mitgliedsbeitrag schreiben? Ja. Gut. Das nenne ich eine kurze, knackige Antwort. Langsam. Kommt da noch was? Langsam, ich komme nochmal zurück. Wenn man eine Solawi als Verein betreibt, dann gibt es zwei Arten von Vereinen. Bei dem einen Verein muss man Mitglied werden, um Gemüse zu beziehen. Bei dem anderen Verein muss man das nicht. Sondern man kann im Verein sein, ohne Gemüse zu beziehen. Das macht dann Sinn, wenn es zum Beispiel Fördermitglieder gibt, die in anderen Städten wohnen, für die es gar keinen Sinn macht, aus dieser Solawi Gemüse zu bekommen. Und wenn die Möglichkeit besteht, dass ich in einer Solawi Gemüse bekomme, ohne dass ich Mitglied in diesem Verein bin, dann sollte auch nicht Mitgliedsbeitrag stehen. Aber die Mitglieder eines Vereins, die Gemüse beziehen, da kann definitiv Mitglied stehen.